Legt euch auf den Rücken. Klassische Yoga mit der tiefen Entspannung. Geschehen aus Anspannen und Loslassen, Autosuggestion und Visualisieren. Du liegst auf dem Rücken, Beine etwa 50 bis 70 cm auseinander, Zehen fallen locker nach außen, Handflächen nach oben. Hebe das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an. Lasse locker. Hebe das linke Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an. Lasse locker. Hebe das Becken ein paar Zentimeter hoch, spanne Gesäß und unteren Rücken an. Lasse locker. Hebe den Brustkorb hoch, spanne den oberen Rücken an, ziehe die Schulterblätter zusammen und spüre die obere Rückenmuskulatur. Lasse locker. Drücke die Lendenwirbelsäule in den Boden hinein, ziehe die Bauchmuskeln an. Lasse locker. Hebe die Arme ein paar Zentimeter hoch, mache Fäuste. Lasse locker. Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren, spanne die Schultern an. Lasse locker. Ziehe das Gesicht zur Nasenspitze hin zusammen, mache ein Gesicht für eine Trockenpflaume. Lasse locker. Öffne den Mund, strecke die Zunge raus, öffne die Augen, schaue zurück. Lasse locker. Drehe den Kopf von Seite zu Seite. Und zurück zur Mitte. Vergewissere dich, dass du so liegst, dass du die nächsten 10 Minuten ruhig liegen kannst. Beine etwas auseinander, Zehen fallen locker nach außen. Oder wer es vorzieht, kann auch die Knie beugen und die Fußsohlen auf den Boden geben. Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Die Lippen berühren sich, aber die Zähne von unter und Oberkiefer nicht. Kiefergelenke entspannt, sanftes Lächeln. Kommen zur Autosuggestion. Geh in die verschiedenen Körperteile mit deiner Bewusstheit. Und dann wiederhole zwei- oder dreimal die Entspannungsautosuggestionsformel, die ich dir nennen werde. Das heißt Autosuggestion, das heißt, du selbst wiederholst die Autosuggestionsformel. Spüre die Füße, ohne sie zu bewegen.
Bringe dein Bewusstsein in die Füße und wiederhole 2 oder 3 Mal. Ich entspanne die Füße. Spüre die Unterschenkel und wiederhole 2 oder 3 Mal geistig zu dir selbst. Ich entspanne die Unterschenkel. Gehe mit deiner Bewusstheit zu den Oberschenkeln. Ich entspanne die Oberschenkel. Wiederhole so jede Autosuggestionsformel, die ich dir nenne, mit großer Bewusstheit. Ich entspanne das Gesäß. Ich entspanne den unteren Rücken. Ich entspanne den oberen Rücken. Ich entspanne den Bauch. Ich entspanne die Brust. Ich entspanne die Hände. Ich entspanne die Unterarme. Ich entspanne die Oberarme. Ich entspanne die Schultern. Ich entspanne die Kehle. Ich entspanne den Nacken. Ich entspanne die Kiefergelenke. Ich entspanne die Wangen. Ich entspanne die Augen. Ich entspanne die Stirn. Ich entspanne die Schläfen. Ich entspanne den Hinterkopf. Ich entspanne den Scheitel. Der ganze Körper ist vollkommen entspannt. Der ganze Körper vollkommen entspannt. Ganzer Körper ganz entspannt. Jetzt entspanne dich geistig mit einer Visualisierung. Stelle dir vor, du liegst vor einem wunderschönen See.
in den Bergen, im Wald. Blauer Himmel, Sonne scheint. Schaue weiter über die Fläche des Sees. Dein Geist wird jetzt so ruhig und klar wie dieser See. Etwaige Gedanken ebben ab, so wie die Wellen in dem See. Und spüre so ein paar Minuten lang diese Ruhe, diese Stille, diese Weite in vollkommener Entspannung. Vertiefe langsam wieder den Atem. Bleibe aber noch einen Moment lang ruhig liegen. Diesen entspannten Gemütszustand kannst du gut Energie lenken, kannst bewusst mit Autosuggestionen arbeiten. Wenn du irgendeinen Körperteil hast, den du keine heilende Energie schicken willst, dann stelle dir vor, du schickst dort jetzt Licht hin und Bewusstheit. Du kannst auch eine Affirmation geben, wie zum Beispiel: Liebes Körperteil, ich schicke dir Licht und Liebe. Möge es dir gut gehen.
und wiederhole die allgemeinen Affirmationen. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Bewege langsam die Füße. Bewege langsam die Hände. Strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus. Dehne, strecke, räkele dich. Und setze dich langsam auf. Wenn es sitzt in der Haltung, wie es angenehm ist, Kreuzbeine, Knie oder so, wie es angenehm ist. Wir wiederholen dreimal Om und gehen dann einen Moment lang in die Stille. Dazukommen wollen, dann gerne dazukommen und die jetzt abschließen, wünsche ich weiter einen wunderschönen Tag. Es gibt hier noch viel Platz, gerade hier vorne sind zwei Plätze frei. Dieser zweite Teil besteht aus den intensiveren Übungen, insbesondere beginnen wir mit Pranayama. 20 Minuten Kapalabhati in verschiedenen Variationen, gefolgt von Wechselatmung mit verschiedenen Konzentrationsstufen und fortgeschrittenes Pranayama. Das wird die erste Stunde des zweiten Teils sein. Und ich möchte alle herzlich begrüßen, die jetzt für diesen zweiten Teil, den intensiveren Teil, dazugekommen sind, indem sie
schon seit 1 Stunde und 40 Minuten dabei sind. Freue ich mich, dass ihr beide dabei seid. Kapalabhati, setzt euch ganz gerade. Wirbel sind alle aufgerichtet. Pranayama, insbesondere wenn es intensiver wird, besonders gut. Die Wirbel sind aufgerichtet. Brustkorb geweitet, Schulter nach hinten. Kapalabhati ist die schnelle Atmung. Ihr atmet fester ein und fester aus. Atmet tief ein, Bauch hinaus. Atmet tief aus, Bauch hinein. Die erste Runde ist langsam und fest. Einatmen, Bauch hinaus. Und beginnt. Vollständig aus. Atmet sehr tief, vollständig ein. Bauch hinaus, Brust hinaus. Atmet sehr tief, vollständig aus. Dann atmet bequem ein. Füllt die Lungen circa drei Viertel. Haltet die Luft an. Brustkorb nach vorne gewölbt, Schulterblätter nach hinten und unten, Nacken lang. Bringt eure Konzentration ganz in den Bauchbereich. Innere Sonne. Zieht alle eure Aufmerksamkeit in euer inneres Zentrum im Bauch. Vielleicht spürt ihr dort Wärme, vielleicht stellt ihr dann Licht vor. Dann atmet aus, atmet ein paar Mal normal mit dem Bauch ein und aus. Einatmen, Bauch hinaus, einmal so langsame, feste Variation, ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus und dann fester. Aus. Tief und vollständig ein. Atmet sehr tief, vollständig wieder aus.
Atme bequem ein. Füllt die Lungen zu etwa 3/4. Und haltet die Luft an. Konzentriert euch zunächst wieder auf den Bauch, zieht alle Energien zurück zum Bauch und dann vom Bauch zurück zu ihrer Quelle, Muladhara Chakra, unterste Wirbelsäule. Könnt die unterste Wirbelsäule euch vorstellen, ein leuchtendes Licht oder einfach spüren. Ihr könnt auch Mulabandha üben, die Beckenbodenmuskeln zusammenziehen. Geschlechtsmuskeln, Anschließmuskeln und so die Energie konzentrieren der untersten Wirbelsäule. In der nächsten Runde atmet ihr schneller aus, eventuell nicht ganz so fester, etwa 200 Ausatmungen. Atmet sehr tief vollständig ein, atmet sehr tief vollständig aus, atmet ein, Bauch hinaus und beginnt. Und Bauch einziehen. Wenn ihr bereit seid, gebt den Bauch nach vorne und atmet sehr tief vollständig wieder ein. Wenn ihr bereit seid, atmet vollständig aus. Wenn ihr bereit seid, atmet bequem ein. Und haltet die Luft an. Zieht wieder die Beckenbodenmuskeln zusammen. Und stellt euch vor, Energie fließt jetzt die Wirbelsäule nach oben. Ein Strom von Licht oder Lichtkugeln, die Wirbelsäule nach oben strömen zum Kopf. Und wenn sich die Beckenbodenmuskeln von selbst lösen, spannt sie von neuem an. Geht im neuen Anspannen, lasst mehr Licht nach oben strömen.
Erste Runde, 500 Ausatmungen. Wenn auch die Luft anhalten kann, kann auch etwas anhalten. Atmet sehr tief vollständig ein. Sehr tief vollständig aus. Sehr tief vollständig ein. Und beginnt. Sehr tief vollständig ein. Wenn ihr bereit seid, atmet vollständig aus. Wenn ihr bereit seid, atmet bequem ein. Füllt die Lungen zu etwa drei Viertel. Und haltet die Luft an. Macht sanftes Mula Bandha, zieht die Beckenbodenmuskeln sanft zusammen. Gebt die Zungenspitze ans Gaumendach, lächelt nach oben, schaut leicht nach oben. Spürt Kapalabhati, strahlender Schädel, scheinender Kopf. Leichtigkeit im Ausdehnen.
wenn ihr wieder normal atmet, haltet weiter diese Konzentration nach oben ausgerichtet. Nächste Runde, ein besonders schnelles Kapalabhati, wo wir besonders schnell einen ausatmen, auch nicht mehr so viele Ausatmungen. Ich werde dabei nur sagen, wenn es schneller beginnt und wenn ihr dann die Luft anhaltet. Bei dieser schnellen Form macht ihr keine Zwischenatmungen zwischen dem schnellen Atmen und dem Anhalten. Atmen zunächst sehr tief vollständig aus. Atmet ein. Und beginnt. Atmet bequem ein und halte die Luft an. Macht sanftes Mula Bandha. Lächelt nach oben und fühlt jetzt, wie alle Fasern eures Wesens pulsieren mit Prana, mit Energie und wie euer Energiefeld in alle Richtungen ausstrahlen weit wird. Atmet zwei, dreimal tief ein und aus. Wer will, kann vor der Wechselatmung die Beine ausstrecken. Wir haben verschiedene Variationen von Kapalabhati geübt, sodass Prana die Lebensenergie in Gang gebracht, die Lungen gereinigt, alle Zellen regeneriert. Dabei die Nadis, Energiekanäle geöffnet, Chakras aktiviert. Die Wechselatmung reinigt die Nadis noch etwas mehr, Energiekanäle und speichert die Energie in den höheren Chakras auf. Wir werden 20 Minuten Wechselatmung üben, wie ja heute alle Übungen 20 Minuten gemacht werden, mit manchmal auch eine Übungsgruppe. Und gerade die 20 Minuten Wechselatmung sind besonders wirkungsvoll für eine sehr tiefgreifende Praxis. Ihr könnt euch gerade hinsetzen, beugt Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand. Atmet sehr tief vollständig aus. Atmet tief ein. Atmet vollständig aus. Schließt das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und atmet links ein, haltet die Luft an, schließt beide Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger, haltet aber Zeige und Mittelfinger der rechten Hand gebeugt, haltet den Kopf in der Mitte. Dann atmet rechts
kurz aus, indem ihr das linke Nasenloch geschlossen haltet, atmet durch das rechte Nasenloch aus. Ihr atmet rechts ein. Und ihr haltet die Luft an. Beim Anhalten schließt ihr die Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger. Und dann atmet links aus, wenn möglich gleichmäßig und ruhig ausatmen. Atmet links ein. Und haltet die Luft an. Das sind ja auch einige Anfänger. Wenn ihr irgendwann merkt, dass ihr mehr Luft braucht, dann könnt ihr einfach ein- oder zweimal normal ein- und ausatmen und dann wieder einatmen. Atmet durchs rechte Nasenloch wieder aus. Dann wirklich ganz ruhig und gleichmäßig ausatmen. Dann atmet durchs rechte Nasenloch wieder ein, Bauch hinaus. Und halte die Luft an. Wer die Bandhas kennt, kann auch die Bandhas üben. Mula Bandha Beckenbodenmuskeln angespannt. Wer Jalandhara Bandha kennt, kann auch Jalandhara Bandha üben. Ansonsten bleibt einfach ruhig und konzentriert. Atmet links aus. Atmet links ein, stellt euch vor, ihr zieht Energie durch die linke Körperhälfte hinunter zur untersten Wirbelsäule, haltet die Luft an, schließt beide Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger, haltet aber den Kopf in der Mitte, haltet die Schultern entspannt. Atmet rechts aus und stellt euch vor, ihr schiebt die Energie durch die rechte Körperhälfte, Pingalanadi, hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen. Atmet rechts ein und zieht die Energie durch die rechte Körperhälfte, Pingalanadi zur Muladharachakra, unterste Wirbelsäule, haltet die Luft an. Und beim Anhalten stellt euch vor, ihr zieht die Energie durch die Wirbelsäule hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen und Scheitelgelenk. Atmet links aus und stellt euch vor, ihr schickt die Energie durch die linke Körperhälfte, Pingalanadi hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen. Atmet links ein und zieht die Energie links hinunter zum Muladhara Chakra. Haltet die Luft an und zieht die Energie bewusst durch die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Atmet rechts aus und stellt euch vor, ihr schickt die Energie durch die rechte Körperhälfte hoch zum Kopf. Atmet rechts ein, stellt euch vor, ihr zieht die Energie rechts hinunter zur untersten Wirbelsäule. Haltet die Luft an. Zieht die Beckenbodenmuskeln zusammen und stellt euch vor, ihr zieht die Energie durch die Wirbelsäule hoch. Atmet links aus und schickt die Energie durch die linke Körperhälfte hoch zum Kopf. Atmet links ein, zieht die Energie hinunter zum Muladhara Chakra, unterste Wirbelsäule. Jetzt halte die Konzentration in Muladhara Chakra, unterste Wirbelsäule, Wurzelzentrum. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr mit Wurzeln mit der Erde verbunden seid. Atmet rechts aus, lasst die Energie vom Muladhara Chakra aus ausstrahlen. Atmet rechts ein, hinunter zur untersten Wirbelsäule. Haltet die Luft an. Spürt Muladhara Chakra und fühlt euch über Wurzeln mit der Erde verbunden. Ihr könnt auch geistig sagen, ich bin gut verwurzelt. Atmet links aus und lasst die Energie des Muladhara Chakras ausstrahlen. Atmet links ein zum Muladhara Chakra. Haltet die Luft an. Spürt Beckenboden und Verbindung mit der Erde. Könnt sagen, ich bin gut verwurzelt, ich bin beständig und ausdauernd.
atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Ich bin gut verwurzelt, ich bin beständig und ausdauernd. Atmet links aus, jetzt hoch zum Svadhisthana Chakra, zur Kreuzbeingegend. Atmet links ein zur Kreuzbeingegend. Haltet die Luft an. Spürt Svadhisthana Chakra, Kreuzbeingegend. Könnt ihr euch dort auch eine Quelle vorstellen? Wasser, Wasserelement. Svadhisthana Chakra, Kreuzbeingegend. Atmet rechts aus. Lasst die Energie von der Kreuzbeingegend weit ausstrahlen. Atmet rechts ein zur Kreuzbeingegend und Beckenbereich. Haltet die Luft an. Bewusstsein, Kreuzbeingegend, Beckenbereich. Könnt ihr euch eine Quelle vorstellen. Könnt auch geistig wiederholen. Ich habe Zugang zu den Quellen meiner Kreativität. Atmet links aus. Atmet links ein. Haltet die Luft an. Kreuzbeingegend, Beckenbereich. In mir sprudelt die Quelle der Kreativität. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. In mir sprudelt die Quelle der Kreativität. Atmet links aus, hoch zum Manipura Chakra, Lendenwirbelsäule, Bauchbereich. Atmet links ein zum Manipura Chakra, Lendenwirbelsäule, Bauchbereich. Haltet die Luft an. Spürt Lendenwirbelsäule, Bauchbereich. Ihr könnt euch auch eine Sonne vorstellen oder Feuer. Manipura Chakra, Sonnenzentrum, Feuerzentrum. Atmet rechts aus und lasst die Energie vom Bauchbereich weit ausstrahlen. Atmet rechts ein zu Lendenwirbelsäule, Bauchbereich. Haltet die Luft an. Könnt ihr euch ein Feuer vorstellen, könnt auch sagen, in mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. Atmet links aus. Atmet links ein. Halte die Luft an. Der rechte Arm zwischendurch etwas schwer wird, könnt auch beim Anhalten entweder die Hand senken oder in der linken Hand den Ellbogen stützen oder auch ausnahmsweise die Hand wechseln. Atmet rechts aus, lasst so die Sonnenstrahlen des Bauches weit ausstrahlen. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Wohl geistig, in mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. Atmet links aus, hoch zum Anahata Chakra, Brustwirbelsäule, Herz. Atmet links ein zur Anahata Chakra, Brustwirbelsäule, Herz. Haltet die Luft an, Brustwirbelsäule, Herz. Sitz des Luftzentrums, sitz aber auch von Freude und Liebe. Spürt in euer Herz hinein.
habe Zugang zu Liebe und Freude. Atme rechts aus. Atme rechts ein zu Brustwirbelsäule und Herz. Haltet die Luft an. Spürt in euer Herz hinein. Ich habe Zugang zu Liebe und Freude. Atmet links aus, lasst euer Herz dabei weit werden. Atmet links ein und haltet die Luft an. Ich habe Zugang zu Liebe und Freude. Atmet rechts aus atmet rechts ein und halt die Luft an. Atmet links aus, jetzt hoch zum Vishuddha Chakra. Halswirbelsäule, Kehle. Atmet links ein. Konzentriert euch jetzt auf Halswirbelsäule und Kehle. Konzentriert euch auf Halswirbelsäule und Kehle. Spürt Vishuddha Chakra. Atmet rechts aus, werdet von der Kehle her weit, atmet rechts ein zur Kehle hin, haltet die Luft an, Kehlzentrum, Ätherelement, Verbundenheit. Ich bin verbunden mit allen Wesen. Atmet links aus, werdet von der Kehle her weit. Atmet links ein zur Halswirbelsäule und Kehle. Halt die Luft an. Ich bin verbunden mit allen Wesen. Atmet rechts aus, fällt von Halswirbelsäule und Kehle her weit. Atmet rechts ein zur Halswirbelsäule und Kehle. Haltet die Luft an. Spürt Halswirbelsäule und Kehle. Verbunden mit allen Wesen. Atmet links aus, hoch zum Ajna Chakra, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Atmet links ein, hoch zum Ajna Chakra, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn, halt die Luft an. Drittes Auge, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn, Zentrum von Intuition. Ich habe Zugang zu meiner Intuition. Atmet aus, durch das rechte Nasenloch, fällt vom Ajna Chakra her weit. Atmet rechts rein zum Ajna Chakra hin. Haltet die Luft an. Konzentration im Ajna Chakra, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Chakra herweit werden. Atmet links rein zum Punkt zwischen Augenbrauen hin. Haltet die Luft an.
Konzentriere dich auf den Punkt zwischen Augenbrauen und mit der Stirn. Wer ein persönliches Mantra hat, kann auch das Mantra wiederholen. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Atmet links aus. Atmet links ein, jetzt hoch zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend. Halte die Luft an, konzentriere dich auf Sahasrara Chakra, Scheitelgegend und Raum oberhalb des Kopfes. Sitz des Öffnens für göttlichen Segen, Gnade, Führung. Ich öffne mich für alles Positive. Atmet rechts aus. Dehne eure Bewusstheit weit nach oben aus. Atmet rechts ein, hoch zum Sahasrara Chakra. Haltet die Luft an. Ich öffne mich für eine höhere Wirklichkeit. Ich bitte um Führung und Segen. Atmet links aus, ganz hoch nach oben, über das Sahasrara Chakra zur Himmelsgegend. Atmet links ein, hoch zum Sahasrara Chakra. Haltet die Luft an. Ich öffne mich für eine höhere Wirklichkeit. Ich bitte um Führung und Segen. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Atmet links aus. Atmet links ein zur letzten Runde. Haltet die Luft an. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Atmet links aus. Senkt die Hand. Und atme ein paar Mal tief ein und aus. So 20 Minuten lang Wechselatmen geübt, unsere Nadis-Energiekanäle gereinigt. Wer will, kann jetzt kurz die Beine ausstrecken und sich nach rechts, nach links drehen.
Wanderer, der weitere Kissen braucht, kann auch hinten noch weitere Kissen oder Decken. Wird man als nächstes zu den etwas fortgeschritteneren Pranayamas kommen. Bastrika, Brahmari, Siddhali, Murcham, Klavi. Zunächst Bastrika. In der einfachen Variante ist Bastrika wie ein langsames, festes Kapalabhati. Und wer Bastrika noch nicht vorher kannte, übt einfach wie Kapalabhati, langsam und fest ausatmen mit besonderer Bewusstheit. Zwei Runden. Sitzt wieder ganz gerade, aufgerichtet. Lächelt innerlich. Einen Moment her, öffnet euch. Atmet sehr tief und vollständig ein. Atmet sehr tief und vollständig aus. Atmet ein, Bauch hinaus. Beginnt. Zwei. 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 Dhyana Bandha, leere Lungen, Bauch eingezogen. Dann atmet ein, füllt die Lungen zu drei Viertel oder wer die Bandhas kennt, auch vollständig. Dann haltet die Luft an. Macht sanftes Mudra Bandha, zieht die Beckenbodenmuskeln sanft zusammen. Spürt oder stellt euch vor, dass die Energie nach oben strömt, über die Wirbelsäule zum Kopf oder über Bauch, Brust, Kehle zur Stirn. Nutzt Gedanke, Wille und Tat, um das Prana hochzuziehen. Sehr tief vollständig ein, vollständig aus, atmet ein, Bauch hinaus, beginnt. Zwei, zwei, fest, zwei, 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 zwei. 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 Uddiyana Bandha, Bauch eingezogen. Wenn ihr mehr bereit seid, schließt das linke Nasenloch und atmet rechts ein oder atmet durch beide Nasenlöcher ein.
für die Lunge zu 3/4 oder mehr, so wie angenehm. Haltet die Luft an, macht dabei Mula Bandha, zieht die Beckenbodenmuskeln zusammen. Zieht das Prana, die Lebensenergie nach oben, zu Ajna Sahasrara Chakra, Stirngegend, Scheitelgegend und den Raum nach oben. Ein paar Mal tief ein und aus. Nächste Übung ist Brahmari, die Biene. Es gibt aber verschiedene Variationen der Biene. Ihr könnt das mit einer bestimmten Handmudra verbinden. Ihr könnt es jetzt erst vormachen. Zunächst gibt man die Hände aufs Herz. Dann beim Einatmen macht er diesen hörbaren Schnarchklang. Gebt aber die Hände leicht nach oben, öffnet euch und gebt den Kopf leicht nach hinten, dann haltet ihr die Luft kurz an. Und beim Ausatmen, beim Summen, gebt ihr die Hände wieder auf das Herz. Wer es vorzieht, kann auch die Hände unten lassen, oder? Kann es auch mal ausprobieren mit dieser Handgeste. Brahmari führt laut Hatha Yoga Pradipika zur Erfahrung tiefer Freude im Herzen. Und diese Handgeste kann das unterstützen, das Herz zu spüren. Gebt also eure Hände auf euer Herz, es kann euren Brustkorb berühren oder davor sein, wie ihr es angenehm empfindet. Dann atmet ein mit dem Schnarchklang. Sitzen bleiben, Handflächen nach oben, Brustkorb nach oben, Kopffleisch nach hinten. Und jetzt ausatmen. Wieder einatmen, schnarchen, dabei Handflächen nach oben, Kopffleisch nach hinten, Brustkorb nach oben gewölbt. Kurz die Luft anhalten. Und ausatmen. Spürt in euer Herz. Einatmen. Luft anhalten, spürt nach oben.
lange ruhig sitzen. Tief ein und aus. Nächste Übung ist eine Variation vom Murcha. Beim Murcha gibt es viele verschiedene Variationen. Besonders Charakteristik beim Murcha ist das sehr langsame Ausatmen. Murcha wirkt Pitta reduzierend, der vom Ayurveda her weiß, beruhigend, harmonisierend und auch herzöffnend. Ihr könnt eine Variation ausprobieren, die verbunden ist mit Mahaveda Mudra. Das heißt, dabei gibt man die Hände so nach hinten. Man kann auch einfach sich so nach hinten beugen. Und das Charakteristische an Murcha ist das sehr langsame Ausatmen. Wir atmen also ein. Und dann hält man in dieser Variante und atmet sehr langsam aus. Und spürt dabei Herzchakra, Kehlchakra oder Stirnchakra. Und stellt sich dabei vor, dass diese Chakras weit ausgedehnt werden. Ich sage die ersten Runden an, dann könnt ihr es im eigenen Rhythmus weiterüben. Atmen zunächst tief vollständig aus. Atmen ein paar Mal ein aus. Ihr könnt aber entweder die ganze Zeit die Hände hinten halten und so wie eine Art Asana halten. Ihr könnt es auch im Kamel zum Beispiel machen. Oder man kann einfach nur beim Ausatmen das machen und beim Einatmen zurück zur neutralen Sitzhaltung kommen. Atmet nochmals aus. Dann atmet ein. Könnt euch nach hinten abstützen, einfach nur Rückbeuge gehen. Und jetzt atmet sehr langsam mit sanftem Ujjayi-Klang aus und werdet dabei von Kehle oder Herz oder Stirn her weit nach oben. Dann atmet ihr zügig ein. Und dann atmet ihr sehr langsam aus. Beim Ausatmen stellt euch vor, Licht strahlt nach oben aus, von Herz, von Kehle, von Stirn, er wird ganz weit nach oben. Atmet dann im eigenen Rhythmus weiter, er atmet zügig ein und sehr langsam aus. Dass ihr auch einen Herzschlag, während ihr langsam ausatmen könnt, fast im Rhythmus des Herzschlages auch euer Herzchakra öffnen. Schließt langsam diese Runde ab.
einen Moment lang ruhig sitzen. Spürt euer Herzchakra, Kehle, das Stirn. Da spürt eine innere Ruhe oder eine Verbundenheit. Übt eine Variation von Plavini. Bei Plavini habt ihr viel Luft in den Lungen und ihr atmet wenig Luft ein und aus. Übung für Steigerung der Aufmerksamkeit und für Öffnung. Atmet zunächst sehr tief vollständig aus. Atmet sehr tief vollständig ein. Atmet sehr tief vollständig aus. Dann atmet ein, füllt die Lungen zu etwa 3/4 oder voller. Und bei zu 3/4 der voller gefüllten Lunge atmet jetzt wenig Luft ein und aus. Ihr habt recht viel Luft in den Lungen und ihr atmet wenig Luft ein und wenig Luft aus. Während ihr die Lungen recht gefüllt haltet, wenig Luft an- und ausatmet, spürt euer Herz, eure Kehle und euer Stirnzentrum. Vertieft euren Atem. Und es folgt Viparitakarani Mudra. Wer den Kopfstand kann, kann jetzt zum Kopfstand kommen. Wir können auch den Kopfstand etwas länger halten. Wer den Kopfstand nicht kann, kann auch den Schulterstand halten oder auch den gestützten Schulterstand. Für den gestützten Schulterstand gebt ihr ein oder zwei Kissen unter das Kreuzbein und ihr hebt dann die Beine hoch. Seid entweder im Kopfstand oder im Schulterstand oder im gestützten Schulterstand.
Viparita Karani Mudra ist die Umkehrhaltung. Kundalini Yoga spricht man von Sonnen- und Mondenergien, Sonnenenergie im Bauch, Mondenergie in der Stirn. Sonnenenergie ist die wärmende, die aktivierende Energie von Mut, Willenskraft, Begeisterung, das Gestaltende. Die Mondenergie ist die harmonisierende, die heilende, annehmende Energie. Viparita Karani Mudra dreht man die Position von Sonne und Mond um. Und durch diese Umkehr werden diese beiden Sonnen-Mond-Energien regeneriert. Die Sonnenenergie des Bauches ist näher nach oben zur Himmelsenergie und die Sonnenenergie wird die innere Sonnenenergie regeneriert. Und die Stirngegend sitzt der Mondenergie näher an der Erde. Es gibt ein Steuerungschakra, welches den Fluss von Sonne und Mond und damit das Aktivierungspotenzial steuert. Das ist das Vishuddha-Chakra. Atmet weiter tief ein und aus und konzentriert euch jetzt auf das Vishuddha-Chakra in der Kehle. Einatmen zur Halswirbelsäule, ausatmen über die Kehle nach vorne. Einatmen zur Halswirbelsäule, ausatmen über die Kehle nach vorne. Wir atmen dabei sehr tief ein und sehr tief aus. Ihr könnt auch den sanft hörbaren Ujjayi-Klang üben. Natürlich, wenn ihr nach einer Weile die Mudra verlassen müsst, könnt ihr dies tun. Nach ein paar Atemzüge lang vielleicht nochmals hochkommen. Oder einfach die Konzentration halten, auch wenn er den Spannungslage liegt. Bei der Konzentration ist schon der Chakra. Die Sonnenenergie des Bauches kann man auch nutzen, um die Energie Muladhara Chakra zu aktivieren. Ihr könnt euch vorstellen, die Sonne im Bauch leuchtet und beim Ausatmen geht ein konzentrierter Sonnen- oder Feuerstrahl hinunter zur untersten Wirbelsäule. Diese leuchtet auf oder entzündet sich. Einatmen, Sonne im Bauch wird stark, ausatmen, ein konzentrierter, lichter Feuerstrahl. Denn die unterste Wirbelsäule zum Leuchten. Mondenergie kann auch genutzt werden, um die geistigen Fähigkeiten zu aktivieren. Intuition, wie auch geistige Regeneration. Ihr könnt euch über der Stirn eine Mondsichel vorstellen. Und ausatmen. Stellt euch vor, dass die Mondsichel zur Mondsichel eine Quelle entspringt, die den ganzen Kopf durchströmt. Einatmen. Quelle über der Mondsichel, über der Stirn. Ausatmen. Wasser erfüllt den ganzen Kopf. Einatmen zur Stirn, ausatmen den ganzen Kopf.
Man spürt gleichzeitig Muladhara und Sahasrara Chakra, Scheitelgegend und Steißbeingegend beim Ein- und Ausatmen. Und während ihr gleichzeitig Muladhara und Sahasrara Chakra spürt, könnt ihr vielleicht ein Energiefeld spüren, welches sich aufbaut. Und auch wer liegt oder sitzt, kann bei geschlossenen Augen weiter einatmen, Muladhara und Sahasrara Chakra spüren und auch beim Ausatmen. Dann kommt langsam aus der Mudra. Sei denn, ihr seid noch sehr bequem und wollt noch ein paar Minuten bleiben. Ansonsten aus dem Kopfstand könnt ihr zur Stelle des Kindes kommen, aus dem Schulterstand erst auf dem Rücken. Und danach könnt ihr auch noch zum Fisch kommen. Brustkorb heben und Schultern zu. Langsam aus der Mudra und setzt euch auf. In der Form von Kichari Mudra, welche zu ein paar Minuten Meditation führt. Setzt euch gerade hin. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Zungenspitze, den Gaumen entlang nach hinten, sodass die Zungenspitze hinten Richtung Kehle kommt, Richtung harten Teil des Gaumens. Gebt da den Kopf leicht oder stärker nach hinten. Lächelt nach oben. Schaut mit den Augen bei geschlossenen Augen nach oben. Atmet zunächst zwei, dreimal tief ein und aus. Und dann kommt zu Kivala Kumbhaka. Atmet wenig Luft ein, wenig Luft aus oder so, wie es ganz sanft angenehm ist. Kichari heißt Wandern im Himmel oder Ausdehnung nach oben. Den Kopf leicht oder stärker nach hinten, halte die Zunge nach hinten, lächelt nach oben,
Schaut bei geschlossenen Augen leicht nach oben zum Himmel. Fühlt euch nach oben verbunden, öffnet euch nach oben, dehnt euch nach oben aus. Und genießt dieses Gefühl von Verbundenheit und Weite. Wenn ihr wollt, weitere 3 Minuten in dieser Kichari Mudra bleiben, mit Kopf leicht nach hinten, Zunge nach hinten, nach geschlossenen Augen nach oben schauen oder 3 Minuten in die normale Meditation gehen.
zum nächsten Teil nach diesen 80 Minuten Pranayama und Mudras kommen wir zu dem etwas dynamischeren Teil Surya Namaskar, Sonnengebete, 20 Minuten Sonnengebete. Ihr könnt dazu aufstehen, sollte man zwischendurch nur vorübergehend gehen wollen, markiert eure Matte. Ansonsten eine freie Matte ist immer ein Zeichen, dass jemand anders sich da drauf setzt. Also könnt vorne auf die Matte gehen, hier sind auch noch zwei Matten, wo ihr hingehen könnt. Direkt vorne und da. Hier direkt vor mir ist auch noch Platz. Also wer hier vorne hingehen will, der hat noch einen Platz. Gut, Surya Namaskar, Sonnengebet zur Aktivierung der Sonnenenergie. Klassischerweise gemacht morgens bei Sonnenaufgang, morgens zu Sonnenuntergang, abends zu Sonnenuntergang. Jetzt machen wir es um die Mittagszeit. Ist zwar die äußere Sonne nicht so sichtbar, aber wir können uns besonders auf die Sonne oberhalb uns konzentrieren, auf den Bauchgebiet. Gut, gebt die Fasen und Zehen zusammen. Konzentriert euch zunächst auf den Bauch. Atmet ein paar Mal tief ein und aus. Spürt eure Bauchgegend, spürt so die innere Sonne. Hände vom Brustkorb zusammen. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, beugt euch nach vorne, neben, die Hände neben die Füße. Atmet ein, rechtes Bein zurück, Knie am Boden. Haltet die Luft an, beide Beine zurück, Körper gerade. Atmet aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atmet ein, gleitet zur Kobra. Atmet aus, kommt zum Hund. Atmet ein, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie zum Boden. Atmet aus, beide Beine nach vorne zwischen die Hände. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, senkt die Arme. Einatmen, ausatmen, Hände zusammen. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, beugt euch nach vorne, Hände neben die Füße. Atmet ein, linkes Bein zurück, Knie am Boden. Haltet die Luft an, beide Beine zurück, Körper gerade. Atmet aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atmet ein, gleitet zur Kobra. Atmet aus, kommt zum Hund. Atmet ein, linken Fuß nach vorne, rechtes Knie zum Boden. Atmet aus, beide Beine nach vorne. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, senkt die Arme. Zwei langsame Runden, wo ich auf mehr Details eingehe. Fasen und Zehen zusammen, Hauptgewicht auf den Fasen. Hände vom Brustkorb zusammengeben. Dann hebt die Arme hoch, soweit ihr könnt. Gebt die Schulterblätter zusammen. Haltet das Hauptgewicht auf den Fersen. Dann gebt die Arme so weit zurück, wie ihr könnt.
halte das Gesäß angespannt, sodass der untere Rücken geschützt bleibt. Fortgeschrittene können auch die Oberschenkel nach vorne schieben. Wer Nackenbeschwerden hat, hält den Kopf zwischen den Armen. Andere können den Kopf weiter nach hinten geben. Beugt euch nach vorne und gebt die Hände neben die Füße. Fingerspitzen einer Linie mit den Zehen. Beugt die Knie so weit wie nötig. Wer kann auch die Handflächen flach am Boden und Bauch an die Oberschenkel, Brustkorb auf die Knie. Bringt euer rechtes Bein nach hinten, so weit wie es geht. Gebt aber das rechte Knie auf den Boden und senkt das Becken. Schiebt auch den Nacken nach hinten und gebt den Kopf nur so weit nach hinten, wie es im Nacken angenehm bleibt. Gebt beide Beine nach hinten, auf der gerade Linie von Fersen bis zum Kopf. Atmet aus und senkt Knie, Brust und Stirn zum Boden. Becken bleibt 1 bis 2 Fäuste oberhalb des Bodens. Stirn am Boden, auch eine gute Massage für die Nase. Stirn ist übrigens oberhalb der Nase. Gut, dann senkt das Becken, hebt den Brustkorb hoch und die Schulterblätter nach hinten. Könnt auch das Gesäß anspannen. Lächelt dabei. Könnt dabei so weit hochkommen, wie es für den Unterrücken okay ist. Dann hebt das Becken hoch und drückt die Fersen nach unten. Brustkorb Richtung Boden. Bringt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, Fingerspitze in einer Linie mit den Zehen. Becken gesenkt, linkes Knie am Boden, Nacken nach hinten, lächeln. Beide Beine nach vorne, zwischen die Hände, Fingerspitze in einer Linie mit den Zehen. Knie gebeugt, so weit wie nötig, gestreckt, so weit wie möglich. Dann richtet euch langsam auf. Arme hoch, Schultern zurück. Und senkt die Arme. Zum Hochkommen gibt es verschiedenste Variationen. Wer jetzt relativ neu ist, kannst einfach so mal beim Hochkommen erst die Knie beugen, dann Wirbelsäule aufrichten, dann die Arme hoch. So. Wer aber das Sonnengebet kennt, macht es natürlich so, wie er weiß, dass es für ihn oder sie gut ist. Okay, noch eine langsame Runde. Atmen aus, Hände vom Brustkorb zusammen. Könnt weiter normal atmen, Hauptgewicht auf den Fersen, alle 10 Zehen berühren den Boden, auch der Ballen des großen Fußes hat etwas Gewicht, oder trägt etwas Gewicht, Hauptgewicht auf den Fersen, aber auch etwas am Fußinnenballen. Jetzt hebt die Arme hoch, halt das Gewicht auf den Fersen, schiebt das Becken leicht nach vorne, spannt das Gesäß an, wölbt den Brustkorb. Nackenbeschwerden, halt den Kopf zwischen den Armen, ansonsten kann auch der Kopf weiter nach hinten gehen. Genau, die Gesäßmuskeln anspannen, um das die Lendenwirbelsäule aufgerichtet zu halten, auch wenn er weiter nach hinten geht. Beugt euch nach vorne, Hände neben die Füße, Fingerspitze in einer Linie mit den Zehen. Aber darauf, dass es unteren Rücken angenehm bleibt, die Beine dürfen schön gedehnt sein. Bringt jetzt das linke Bein nach hinten, Knie am Boden, Hüften gesenkt, Nacken lang. Beide Beine nach hinten, Körper gerade von Fersen bis zum Kopf. Senkt Knie, Brust und Stirn zum Boden. Becken bleibt 1 bis 2 Fäuste oberhalb des Bodens.
Zehen zeigen zum den Knien, Fersen berühren sich. Dann streckt die Füße aus, Brustkorb heben, Schultern nach hinten. Kommt zum Hund, hebt das Becken hoch, drückt die Fersen nach unten. Gebt auch die Handinnenballen in den Boden. Schiebt besonders das Brustbein nach vorne. In einem graziösen Schritt bringt den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände, senkt das Becken. Bringt beide Beine nach vorne zwischen die Hände. Richtet euch auf, Arme hoch und zurück, Schulterblätter zusammen, Brustkorb weit. Und senkt die Arme. Jetzt einige Runden im klassischen Rhythmus. Ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne hinunter. Einatmen, rechtes Bein zurück, Knie am Boden. Haltet die Luft an, beide Beine zurück. Atmet aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atmet ein, gleitet zur Kobra. Atmet aus, zum Hund. Atmet ein, rechten Fuß nach vorne. Atmet aus, beide Beine. Atmet ein, richtet euch auf, Arme hoch und zurück. Atmet aus, senkt die Arme. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, beugt euch nach vorne. Atmet ein, linkes Bein zurück. Haltet die Luft an, beide Beine. Atmet aus, senkt Knie, Brust und Stirn zum Boden. Atmet ein, gleitet zur Kobra. Atmet aus, zum Hund. Atmet ein, linken Fuß nach vorne, rechtes Knie am Boden. Atmet aus, beide Beine. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, senkt die Arme. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechtes Bein zurück. Halte die Luft an, beide Beine. Atmet aus, Knie, Brust, Stirn. Atmet ein, gleitet zur Kobra. Atmet aus, kommt zum Hund. Atmet ein, rechten Fuß nach vorne. Atmet aus, beide Beine. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, senkt die Arme. Atmet aus, Hände zusammen. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, beugt euch nach vorne. Atmet ein, linkes Bein zurück. Haltet die Luft an, beide. Atmet aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atmet ein, gleitet zur Kobra. Atmet aus, kommt zum Hund. Atmet ein, linken Fuß nach vorne. Atmet aus, beide. Atmet ein, Arme hoch und zurück. Atmet aus, senkt die Arme. Bei den nächsten Runden wiederhole ich die Surya-Mantras, die Mantras für das Sonnenchakra im Bauch. Wer die Übung ausreichend kennt, kann sich besonders auf das Sonnenzentrum konzentrieren, vielleicht sogar bei geschlossenen Augen. Und mit jedem Om beginnt eine neue Bewegung. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Vanave Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Yamanya Gabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Arityaya Namaha. Om Sarutre Namaha. Om Arthaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha.
Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banavi Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Yamanya Gabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Sarupe Namaha. Om Arthaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banavi Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushni Namaha. Om Yavanyagabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Sankhe Namaha. Om Pavitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banavi Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Yamanyagabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Sarupe Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Ham. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Ra. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Ra. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Ra. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Ra. Ram. Rim. Om. Raim. Raum. 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 Ra. Jetzt noch eine Runde, wo er sich auf die verschiedenen Chakras konzentrieren kann. Sonnengebet aktiviert beim Surya Chakra, sonnengeflecht im Bauch, aber von dort geht die Energie überall hin. Anahata, Herz, Hände zusammen. Vishuddha, Kehle, kann auch normal atmen, spürt die Kehle. Svadhisthana, Kreuzbein. Ajna zwischen den Augenbrauen. Muladhara, unterste Wirbelsäule. Manipura, Sonnengeflecht. Anahata, Herz. Muladhara, unterste Wirbelsäule. Vishuddha und Ajna, Kehle und Stirn. Svadhisthana, Kreuzbein. Vishuddha, Kehle. Sahasrara, Scheitel. Bleibt einen Moment lang ruhig stehen. Atme ein paar Mal tief ein und aus. So habt ihr euch hoffentlich aufgewärmt, in 20 Minuten Sonnengebet. Habt euer Prana angebracht und Sonnenenergie aktiviert. Jetzt seid ihr bereit für kraftentwickelnde, anstrengende Variation. Und ja,
kann er schon drauf freuen, enthusiastisch sein. Insbesondere zunächst weiter das Sonnengebetsvariation, um Kraft zu entwickeln. Das ist das Schöne am Yoga, es entwickelt auch Kraft. Eigentlich, wir brauchen kein weiteres Körperübungssystem. Yoga ist alles enthalten. Gib die Hände zusammen und drückt mit den. Gib die Hände vom Brustkorb zusammen und drückt jetzt die Handgelenke gegeneinander, beziehungsweise die Handfläche gegeneinander und spürt dabei die Brustmuskulatur stärker werden. Dann gebt die Arme hoch und gebt die Schulterblätter stark zusammen, sodass ihr es in den Schulterblättern spürt. Spürt den oberen Rücken. Jetzt beugt euch nach vorne, aber haltet den Oberkörper parallel zum Boden und hebt das rechte Bein nach hinten hoch. Und ihr könnt das Standbein etwas beugen. Die Fortgeschrittenen können sogar das Knie 90 Grad beugen und die Ferse heben. Wobei ich das Standbein meine, das ihr könnt. Dann könnt ihr den Fuß wieder senken und beide Hände auf den Boden heben. Dann gebt das rechte Bein nach hinten, haltet aber das Knie oberhalb vom Boden und gebt die Hände vom Brustkorb zusammen. Nach einer Weile werdet ihr feststellen, dass euer Oberschenkel stark gefordert ist. Man freut euch. Dann gebt beide Hände auf den Boden, streckt beide Beine nach hinten aus. Jetzt liegestützt, senkt den Brustkorb bis 10 cm oberhalb vom Boden und haltet den Brustkorb dort. Ich hoffe, ihr merkt, was den Oberarm. Wenn es zu schwierig wird, dann halte die Knie am Boden, aber halte den Brustkorb oberhalb vom Boden. Sehr gut. Dann senkt Knie, Brust und Stirn auf den Boden. Hebt den Brustkorb und gebt die Schulterblätter weit nach hinten. Drückt auch die Hände in den Boden und dann könnt ihr euch vorstellen, ihr wollt den Oberkörper mit den Armen nach vorne schleifen. Dabei nutzt ihr auch die Latissimi, die breiten Rückenmuskeln. Dann hebt das Becken hoch, drückt die Fasen in den Boden. Spreizt die Ellbogen zur Seite, halt das Becken recht weit oben und gebt den Kopf zwischen die Daumen, aber halt den Kopf 2 cm oberhalb der Daumen. Es können auch mehr Zentimeter sein. Genießt das. Vielleicht zittern eure Schultern oder Oberarme vor Freude und Energie und Lebenslust. Dann könnt ihr die Arme wieder ausstrecken. Ihr könnt den rechten Fuß nach vorne geben zwischen die Hände. Ihr lasst das linke Knie oben. Und ihr gebt die Hände vom Brustkorb zusammen. Ihr lächelt.
und eure Oberschenkel und Gesäß freuen sich wieder. Dabei könnt ihr jetzt auch die Fingerspitzen zusammengeben und die Handflächen etwas weghalten voneinander, die Fingerspitzen gegeneinander drücken. Wer von Anfang an dabei ist, kennt die Übung schon. So vergesst ihr, dass eure Beine gerade stark arbeiten. Ich bin nicht sicher, wenn ihr das wirklich vergessen könnt. Dann gebt ihr die Hände auf den Boden und das Knie auf den Boden. Geht beide Beine nach vorne zwischen die Hände. Jetzt streckt die Arme nach vorne aus und hebt das linke Bein nach hinten hoch. Ihr könnt das Standbein etwas beugen. Oder ihr könnt es auch stärker beugen, fortgeschrittener. Wir können auch das Standbein 90 Grad beugen und die Ferse heben. Dann senkt den Fuß und hebt beide Arme hoch. Gebt die Handflächen zusammen und drückt dann die Handflächen gegeneinander. Verstärkt ihr auch die Schultermuskeln. Dann verhakt die Finger und geht erstmal den rechten Ellbogen etwas nach rechts, fast dass der Oberarm parallel zum Boden ist. Und dann gegen den Widerstand der linken Hand drückt den rechten Ellbogen nach unten, sodass er den rechten Latissimus gut spürt. Und dann geht leicht nach links. Und jetzt die linke Hand gegen die rechte, sodass er diesen Muskel, diesen Latissimus spürt. Lächelt. Und langsam lösen. Arme heben, Schulter nach hinten. Und senkt die Arme. Legt euch auf den Rücken, aber nicht zur Entspannung. Das kommt auch noch. Sondern zu Navasana-Variation, zur Stärkung der Bauchmuskeln und der Beinmuskeln. Zunächst beugt eure Knie und faltet die Hände in den Kopf und hebt euren Kopf hoch, hebt euren Brustkorb hoch und bleibt oben. Wer will, kann auch die Füße etwas heben. Oberschenkel senkrecht, Unterschenkel vielleicht parallel zum Boden. Wer es etwas anstrengender haben will, kann auch die Fingerspitzen an die Schläfen geben. Lächelt, immer wieder lächeln. Gerade wenn es schwierig wird, macht das Lächeln etwas leichter. Wenn es da nicht mehr geht, kommt noch ein bisschen höher. Stellt euch fest, es ging doch noch. Senkt langsam die Füße, senkt den Kopf, atmet zwei, dreimal tief ein und aus. So habt ihr die geraden Bauchmuskeln gut entwickelt, Rectus Abdomini. Mit Bauchmuskeln besonders wichtiger, aber auch die diagonalen, schrägen Bauchmuskeln wollen entwickelt werden, freuen sich schon. Beugt ihr die Knie, Füße erst am Boden, dann gebt die rechte Hand hinter den Kopf. Jetzt hebt den Brustkorb und den Kopf hoch. Und dann hebt auch den linken Arm und gebt den linken Arm rechts neben das rechte Knie. Hebt beide Füße hoch. Und jetzt hebt die rechte Hälfte des Beckens etwas hoch und die linke Hälfte des Brustkorbs.
Und dabei spürt ihr schräge Bauchmuskeln. Atmet und genießt. Dann kommt langsam aus der Stellung zur anderen Seite. Gebt jetzt die linke Hand unter den gleichen Kopf. Mit dem rechten Arm neben das linke Knie. Hebt die linke Hälfte des Beckens höher und die rechte Hälfte des Brustkorbs höher. Atmet tief ein und aus. Spürt die seitlichen Bauchmuskeln. Und kommt langsam wieder aus der Stellung. Dann könnt ihr etwas tun für die Entwicklung der Armmuskulatur, insbesondere der Oberarmbizeps. Dazu fasst mit den Händen um eure Knie und spreizt die Ellbogen so weit, dass sie 90 Grad gebeugt sind. Ihr könnt auch die Knie so nah zu euch hingeben, dass ihr tatsächlich mit den Händen um die Knie fassen könnt und die Ellbogen 90 Grad gebeugt sind. Und dann zieht mit den Händen gegen die Knie und drückt mit den Knien gegen die Hände. Und dabei könnt ihr die Oberarmbizeps spüren, kräftig ziehen. Starke Oberarmbizeps sind gut für Gesundheit der Ellbogen. Und langsam lösen. Dann könnt ihr etwas tun für die Oberarmtrizeps, wie auch für die Außenseite der Delta-Muskeln. Dazu gebt ihr die Ellbogen leicht gebeugt gegen die Innenseite der Knie und drückt jetzt mit den Händen gegen die Knie und mit den Knien gegen die Hände. Also von innen nach außen. Und dabei müsst ihr mit viel Bewusstheit arbeiten, dass ihr es wirklich auch hier spürt, in den Schultern spürt. Gerade wenn man mit seinem eigenen Körper arbeitet, muss man mit Bewusstheit die Stellung etwas abwandeln, dass man genau die Muskeln nutzt, die man stärken will. Und langsam lösen. So habt ihr die Arme gut gestärkt. In den Beinen gibt es noch zwei Muskelgruppen, die bisher noch nicht so stark gestärkt wurden. Das sind die Abduktoren und die Adduktoren. Ihr könnt jetzt einen Unterarm zwischen die Knie geben. Oder wer es vorzieht, kann auch ein Kissen zwischen die Knie geben. Und dann kräftig mit beiden Knien entweder gegen den Unterarm drücken oder gegen das Kissen. Der Unterarm braucht wenig zu machen, es ist nur die Knie drücken gegen den Unterarm, und zwar beide gleichzeitig, und das stärkt die Innenseite der Beine, die sogenannten Adduktoren. Und langsam lösen. Besonders wichtig auch die Stärkung der Abduktoren, das heißt der Beinspreizer, die letztlich im Bereich des Gesäßes verlaufen. Deren Stärkung ist vor allem wichtig, um Beschwerden im Kreuzbereich vorzubeugen. Und eine Möglichkeit dafür ist, die Finger zu verhaken, die Knie
gegen die Unterarme zu geben und dann mit den Knien gegen die Unterarme zu drücken. Das stärkt auch die Außenseite der Oberschenkel, was gut ist für die Gesundheit der Knie, aber es stärkt auch die Abduktoren im Gesäßbereich um das Kreuzbein herum. Mit etwas Bewusstheit könnt ihr die Stellung so abwandeln, dass es wirklich vor allem im Gesäßbereich spürt oder eben auch im Gesäßbereich. Das sind manchmal so Mikroveränderungen, ob ihr die Ellbogen weiter auseinander habt oder die Knie weiter auseinander. Und langsam wieder lösen. Oberschenkel-Bizeps. Dazu, Oberschenkel-Bizeps ist die Rückseite der Oberschenkel, die wir in den Yoga-Übungen besonders gerne dehnen. Jetzt wollen wir sie aber stärken. Um sie zu stärken, haltet ihr die Knie etwa 90 Grad gebeugt und dann drückt ihr mit den Füßen gegen den Boden, als ob ihr den Boden mit der Kraft eurer Füße zum Gesäß hinfalten wollt. Also Füße in den Boden und dann die Füße gegen den Widerstand der Matte Richtung Gesäß ziehen. Dabei dürftet ihr die Rückseite der Oberschenkel spüren. Auch das wieder eine Frage der Bewusstheit, dass ihr es wirklich so macht, dass ihr die Oberschenkel-Bizeps auch spürt. Manche finden es auch etwas leichter, wenn sie das Becken etwas heben. Manche finden es leichter, wenn das Becken unten bleibt. Und langsam lösen. Noch eine Übung zur Stärkung der Abduktorengruppe. Die geht aus der schiefen Ebene heraus. Dazu könnt ihr euch zuerst mal aufsetzen. Und ihr hebt ganz faul nur den rechten Arm hoch. Aber das ist nicht der faule Teil der Stunde. Dann dreht ihr euch nach links, hebt das Becken hoch und dann hebt ihr das rechte Bein ein bisschen hoch. Und die Fortgeschrittenen können versuchen, nur das Gewicht auf dem linken, der linken Ferse zu halten. Und dabei das Becken eher nach vorne zu schieben. Ihr könnt sogar leicht den Bauch Richtung Decke drehen, nur ganz leicht. Und dann seid ihr nämlich optimal in der Stärkung der Abduktoren. Okay, wer noch oben ist, senkt langsam den Fuß, senkt die Hand und dreht sich nach rechts. Und dann hebt er wieder das obere Bein etwas hoch, er hebt den oberen Arm hoch. Und die Fortgeschrittenen können das Gewicht hauptsächlich oder ausschließlich auf die Ferse geben und dabei auch ganz leicht den Bauch zur Decke hindrehen, ganz leicht. Und das stärkt besonders die Abduktoren im Gesäßbereich. Und senkt langsam das Bein. Dann könnt ihr euch einen Moment lang hinlegen, tief atmen und entspannen. Kommen wir zum nächsten Teil.
zum Yoga Bodywork, was wir bei Yoga Vidya bezeichnen als gegenseitiges Helfen in die Asanas. Dazu könnt ihr jetzt zwei und zwei zusammenkommen. Wer hat noch keinen Partner? Da kannst du vielleicht auf der Ebene zusammen. Du auch keinen. Okay, zwei und zwei zusammen. Wer hat noch keinen? Gleich starke zusammenkommen, ist besonders gut, oder wir beide sind zusammenkommen. Wir beiden können dann auch zusammenkommen, das geht auch. Okay, erste Stellung ist Vorwärtsbeuge. Einer kommt jeweils aus dem Paar zur Vorwärtsbeuge. Im Sitzen. Einer sitzt und der andere stellt sich dahinter. So kann man erstmal sehen, geht es auf. Okay. So, jetzt gibt es viele Möglichkeiten. Yoga-Lehrer schieben natürlich von hinten, aber wir wollen das jetzt anders machen. Wir können euch jetzt Rücken an Rücken, also Kreuzbein an Kreuzbein legen. Und dann könnt ihr euch so nach hinten lehnen. Ihr könnt gerade gucken, wer es nicht kennt, könnt schauen, wie es Rafaela hier macht. Sie kennt das ja sehr gut. Und dann fasst ihr mit den Händen an die Füße des anderen. Also derjenige, der hilft, liegt auf dem anderen. Derjenige, der geholfen bekommt, kommt in die Vorwärtsbeuge. Also derjenige, der geholfen bekommt, kommt in die Vorwärtsbeuge. Derjenige, der hilft, legt sich auf den Schoß. Dann kommt langsam wieder aus der Stellung. Und ihr könnt wechseln. Derjenige, der geholfen bekommt, kommt in die Vorwärtsbeuge. Und der andere legt sich von hinten drauf. Und er schiebt von hinten mit seinem eigenen Rücken, je nach Flexibilität eures Partners. Gut, dann können wir langsam aus der Stellung kommen. Als nächstes könnt ihr euch in den Schmetterling hineinhelfen.
derjenige, der geholfen bekommt, gibt die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Kannst du nächstes Mal mit den Händen an die Knie geben. Und derjenige, der geholfen bekommt, kann erst mit den Knie die Hände drücken. Ein paar Sekunden lang. Und dann Speicher machen. Das du kommst jetzt auch nicht vor. Auch wenn ich die Knie schon mal vorher habe, dennoch gleich die Wenn jemand hat, wo die Knie fast am Boden sind, ihr nicht erheblich schwerer seid als euer Partner, könnt ihr von hinten bis der Bauch auf den Fasen ist und das Kinn auf dem Dann könnt ihr sagen, geholfen bekommt, drückt erstmal mit den Händen gegen die Knie, mit den Knien gegen die Hände. Wenn jemand die Knie fast unten hat, kann man von innen von oben draufsteigen. Aber ganz in der Nähe der Hüfte. Oder wenn die Knie ganz unten sind, dann schiebt den anderen nach vorne. Machen wir noch das Sinn Ober, das Sinn Brustkopf hoch, wie das Brustkopf hoch. Gut. Kommt langsam aus der Stellung. Als nächstes könnt ihr euch helfen in die Cobra. Derjenige, der geholfen bekommt, kommt schlägt sich aus dem Bauch und gibt die Drache nach hinten. Man muss nur einen Moment halten. Der hilft, er passt durch Handgelenke an Handgelenke. Genau. Und derjenige, der hilft, geht in die Knie und hält seinen Rücken bitte sehr gerade. Nicht, dass irgendjemand seinen eigenen Rücken zu sehr belastet. Dann hebt er den anderen hoch. Ihr müsst euch absprechen. Manche können lieben, sehr weit hochgehoben zu werden, bei manchen nur.
Ja, aber so weit. So reicht. Atme tief. Eine gute Stärkungsübung für Beine, Arme, Finger und unteren Rücken. Reicht es dir, Silvia? Ja. Gut, und langsam lösen. Und wenn der andere auf dem Boden liegt, könnt ihr so mit den Händen sanft den Rücken ein bisschen drücken oder ziehen oder massieren. Du musst jetzt sagen, wenn man so ist. Sehr schön. Ja, gut, dann könnt ihr wechseln. Genau. Okay. Ja. Könnt ihr Handgelenk an Handgelenk quasi langsam hoch? Ja, Wer hilft, Rücken gerade halten. Das ist nicht so schön. Oh, die Oberschenkel. Wer geholfen bekommt, kann ich sagen, ob lieber höher oder lieber weiter unten. Willst du ein bisschen nachlassen? Ja. Danke. Wie geht's dir? Kann ich auch zurücklassen. Oder? Landen? Ja. Und dann wieder langsam aus der Stellung. Mit den Händen. Bitte. Ja, wunderbar. Es gibt noch eine andere Weise, in die Cobra hinein zu helfen. So könnt ihr nochmal wechseln. Dann beginnt ihr nochmal die Oberarm- und Schulterflexibilität. Derjenige, der geholfen bekommt, kommt erst auf den Bauch, gibt dann die Ellbogen nach vorne und die Unterarme nach oben. Moment. Im Zweifelsfall könnt ihr gucken, wie es Raffaella hier macht. Handgelenk an Handgelenk wieder. Und da müsst ihr langsamer vorgehen. Und derjenige, der geholfen bekommt, lässt sich ganz los hängen, also nicht selbst hochziehen, sondern locker hinunterhängen lassen. Bei den meisten werdet ihr nicht ganz so hoch kommen wie vorher, aber es gibt auch Ausnahmen, ich noch, oder ist wo nicht manche besonders hochkommen. Ja, du musst eigentlich hängen lassen. Es gibt manche, die können da sogar die Füße, die Hände sich nach hinten an die Füße geben. Aber es gibt auch manche, die nur ganz wenig hochkommen können. Okay. Ja, das ist wieder ganz anders. Langsam wieder lösen. Können wir mal sanft den Rücken drücken. Ganz anders, oder? Ja. Ja. Und dann könnt ihr wieder wechseln. Ja, das ist
Ellbogen nach vorne geben, dann Handgelenk an Handgelenk. Okay, langsam nach oben kommt noch ein Wenn Sie den Schultern wehtun, dann müsst ihr entweder die Hände weiter auseinandergeben oder höher. Und langsam aus der Stellung kommen. Dann könnt ihr euch noch in den Drehsitz helfen. Derjenige, der geholfen bekommt, setzt dich links neben die Fersen. Gib dann den rechten Fuß links neben das Knie. Den linken Arm rechts neben das Knie und dreht sich dann nach rechts. Und derjenige, der hilft, gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste wäre, gibt die rechte Hand um die rechte Schulter, die linke Hand gegen den oberen Rücken und ihr zieht so. Jetzt, wer relativ lange Arme hat, kann probieren, den rechten Fuß Ballen an die linke Hälfte des Brustkorbs zu geben und mit der linken Hand an die Knie und dann so schieben oder reinziehen. Mit der rechten Hand die Schulter hinziehen, mit der linken Hand das Knie und mit dem Fuß den Brustkorb nach vorne schieben. Ja, man kann mit dem Bein so reinschieben. Okay. Und langsam lösen. Derjenige, der geholfen bekommt, setzt sich auf die andere Seite, gibt den linken Fuß rechts neben das Knie. Den rechten Arm um das linke Knie, die linke Hand nach hinten. Derjenige, der hilft, gibt entweder nur die rechte Hand an den rechten Hälften des Brustkorbs und zieht mit der linken nach hinten. Oder gibt einen Fuß gegen den Brustkorb, zieht mit der Hand am Knie und mit der anderen Hand an der Schulter und rückt den Fuß nach vorne. Das ist für den, der geholfen bekommt, meist sehr angenehm und für den, der hilft, ein anderes Herausforderung. Und langsam wieder lösen. Aber da geht doch nochmal ganz schön viel rum, ne? Ja, das hat man gehört. Ja. Und dann könnt ihr wechseln. Derjenige, der geholfen bekommt, setzt sich links neben die Phase, gibt den rechten Fuß links neben das Knie. Den linken Arm rechts nehmen, das Knie und dreht sich nach rechts.
Ihr könnt entweder helfen, die rechte Hand an die Schulter, linke Hand. So. Und die andere Hand, die jetzt da auf der Schulter ist, die macht einen Fuß gegen den oberen Rücken. Da hat es gerade geknackt, ja, aber das ist wahrscheinlich so eine Frage, ja. Ja, jetzt. Ich habe aber auch. Ich denke, mit der Hand hat es angefangen. Ja, ja. 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 Entweder noch mit beiden Händen helfen oder eben raus mit dem Fuß. Bei dir geht das jetzt einfach nicht. Dann können wir langsam aus der Stellung kommen. Und auf eure Matte zurückkehren. Und einen Moment lang auf dem Rücken entspannen. Den Yoga Vidya Bodywork Teil geübt, gegenseitiges Helfen, um in den Asanas fortgeschrittener zu werden, Spannungen zu lösen, flexibler zu werden. Jetzt folgt der meditativere Teil, Vorwärtsbeugen mit längerem Halten. Ihr könnt euch dazu aufsetzen. Die Beine nach vorne ausstrecken. Streckt die Beine aus. Atmet ein, hebt die Arme hoch und atmet aus und beugt euch nach vorne. Wenn nötig, könnt ihr auch noch ein oder zweimal im eigenen Rhythmus nach oben und nach unten kommen. Das ist okay. Ja, da kann ich nicht. Ach, gut. Okay. Findet eine Stellung, die ihr eine Weile halten könnt. Es muss nicht eure fortgeschrittenste sein. Gerade durch das längere Halten können besonders tiefe Wirkungen erzielt werden.
Stellung gefunden habt, macht euren Atem tief. Atmet tief ein, atmet tief aus. Spürt zunächst euren Bauch. Vorwärtsfolge, Entstellung der Geduld. Wir können auch sagen, ich bin geduldig. Ich bin sehr geduldig. Vorwärtsfolge ist auch eine Stellung der Hingabe. Ihr könnt auch sagen, ich lasse ganz los. Ich habe Vertrauen. Folge heißt auch auf Sanskrit Paschimottanasana. Paschimotta ist zum einen der Name für den feinstofflichen Energiekanal der Wirbelsäule, anderer Name für die Sushumna. Aber Paschimotta heißt auch hinten. Ihr könnt auch innerlich sagen, ich weiß, dass mir der Rücken gestärkt wird. Aus Vertrauen heraus kann ich Rückgrat zeigen. Weiter tief ein und aus. Und konzentriert euch auf einen dieser Aspekte der Stellung, entweder Ausdauer oder Geduld oder Hingabe und Loslassen. Vertrauen und Rückgrat.
konzentriert euch weiter entweder jetzt auf den Punkt zwischen Augenbrauen oder die Scheitelgegend. Oder dort, wo die Energie am stärksten spürt. Kommt ganz langsam aus der Stellung. Gebt die Hände hinter euch. Atmet ein paar Mal gleichmäßig ein und aus. Kommt zu Yoga Mudrasana. Wer den vollen Lotus kann, kommt zum vollen Lotus. Wer den gebundenen Lotus kann, kommt zum gebundenen Lotus. Wenn er doch festsetzt, hinsetzen, der eine weiter vorne, der andere weiter hinten. Dann faltet die Hände und beugt euch nach vorne. Oder wer den gebundenen Lotus hat, passt mit den Händen an die Füße und beugt sich nach vorne. Oder ihr könnt euch nach vorne beugen und die Hände vor euch auf den Boden geben. Yoga Mudrasana, Symbol des Yoga. Verneigen und das Dehnen, das Öffnen, das Vertrauen. Ich kann auch innerlich sagen, ich verneige mich, ich öffne mich. Ich habe Vertrauen. Und langsam wieder aus der Asana. Für Kurmasana, Schildkröte. Der fortgeschrittenen Variante gebt ihr die Füße vor euch auf den Boden, beugt die Knie etwas,
Grad sehen, wie es geht. Dann die Arme unter die Oberarme und die Handflächen am Boden und die Fersen nach vorne. In der weniger fortgeschrittenen Variante die Beuge einfach über die Knie, passt mit den Händen um die Füße und beugt auch so nach vorne. Oder geht die Arme unter die Knie und geht die Knie etwas, die Hände etwas nach hinten, Handrücken am Boden und geht so weit, wie ihr könnt. Kurmasana, die Schildkröte. Schildkröte hat viele Bedeutungen. Die Schildkröte ist in der Lage, ihre vier Beine, vier Glieder nach innen zu ziehen als Symbol. Auch für die Sinne, die wir nach innen ziehen können. Eigentlich kann die Schildkröte alle vier Beine plus den Kopf nach innen ziehen, wie die fünf Sinne. So steht Schildkröte für die Fähigkeit eines spirituellen Aspiranten, seinen Geist ganz nach innen zu richten, so wie er das will, und nach außen zu richten, wenn er das will. Schildkröte steht auch für das Gefühl des Beschütztseins. Fühlt sich ein spiritueller Aspirant geborgen im göttlichen Schutz. Zwar bleiben wir verletzlich, aber wir wissen, wir sind geschützt durch göttliche Kraft. Kommt langsam aus der Stellung. Setzt euch einen Moment lang hin oder kniet euch hin. Vielleicht könnt ihr alle mit der Matte ein bisschen weiter nach links gehen. Das muss